Hallo und herzlich willkommen. Der verrückte, verwirrte Onkel ist wieder da mit einer neuen Folge von Gold Rush, dem Goldgräber-Simulator. Schön, dass auch du wieder dabei bist. Und in der letzten Folge habe ich die Bohrmaschine und alles andere mögliche ins Lager verräumt und so verwirrt, wie ich war, ist mir das gar nicht aufgefallen. Ihr kennt es ja nicht anders. Ist halt so. So, irgendwie müssten jetzt eigentlich die ganzen Leute hier mal irgendwie keine Arbeit mehr haben, aber... Achso, die wandern mit der Maschine dann auf das neue Dingsbums hier. Mhm. Verstehe. Haben wir denn gute Arbeiter noch warten? Nee. Ich habe auch neulich einen rausgeworfen. Der hatte 38, habe ich gegen 42er getauscht. Ganz dekadent, wie wir sind. Okay, ja, Bohrmaschine ist am Start. Wir können loslegen, wie versprochen. Vor 400 Folgen. Denn die war wirklich im Lager drin und hat sich da auch nicht bemerkbar gemacht. So, dann wollen wir mal. Stelle den Bohrer in eine sichere Position, bevor du die Handbremse löst. So. Also, R und F heben, senken. Kommen wir auch mit dem Tanken, denn ich wollte euch zeigen, wie das mit dem Tanken funktioniert. Damit ihr so einen Eindruck dafür habt, wie schnell, wie viel und sowas halt. Wo ist denn hier der Tankstutzen wohl? Wie findet ihr es eigentlich, dass ich mir so viel Gedanken mache? So nach dem Motto, was zeige ich jetzt als nächstes, damit die Zuschauer alle schön haben? Damit die Zuschauer schön haben, natürlich. So, pass auf. Dann nehmen wir den mal hier. Und dann ist der nämlich jetzt voll. Und wir, das waren 30% oder so. Ah, hier. So, pass auf. Und dann von der Geschwindigkeit her. Da, 29. Also ist schon praktisch jetzt hier, ne? Überleg mal, wir müssten uns immer mit diesem kleinen Mörp, müssten wir dann immer unten zur Tanke fahren. Und ein paar Brötchen holen und leckere Dosenmilch, weil Bier an der Tanke kaufen ist ja total, das machen halt die Prolls, ne? So. Ja, und jetzt können wir loslegen. Alter, wie viele Felder gibt's denn hier? Alter! Karte des Goldes. Das ist immer ganz wichtig. Des, ich bin ja auch Freund, der Unterstützer der Aktion Rettet des Genitivs Zukunft. Das Höchste, was wir so bisher so ungefähr hatten, waren 1. In einer Parzelle, die wir noch nicht angerührt haben, hier. Goldader 60%. Die Unzenzahl kann man leider nicht lesen, weil das hier in der Übersetzung verloren gegangen ist. 117. Ne, also das mal zum Vergleich zu haben. Ich weiß auch gar nicht, wozu diese Flächen da sind. Eigentlich haben die ja keinen Sinn, ne? 1,3. Also 2 ist mal hier so ein bisschen das Höchste. Das haben wir alles weggeräumt. Also bis 2 hatten wir hier. 2 pro Kubik war so das Höchste, was wir hatten. Ich bin mal gespannt. Hier soll es ja deutlich mehr geben. Wir fangen einfach mal da an, wo wir am einfachsten arbeiten können. Und ja, man kann sich sogar jedes Loch einzeln angucken. Also wenn irgendwelche Sachen 2 Löcher haben, sollte man dann vielleicht auch mal gucken, welches Loch ist das schönere. Aber wir fangen jetzt erstmal hier an mit einer einfachen Bohrung, würde ich sagen. Und wenn wir dann not convinced sind, dann können wir immer noch eine zweite machen. Gerade hier bei den ersten Feldern, würde ich sagen, reicht das. So. Und los geht's. Das Ding ist halt, das ist jetzt so ein Vorgang, der wurde sich von vielen Zuschauern gewünscht. Was ich mich bei sowas immer frage, ist, es gibt ja in Spielen häufig so, dass Zuschauerwünsche dann gewährt werden. Also, dass gesagt wird,
ja, die Leute haben sich das alle so gewünscht. Aber vom Game Design her ist man nicht unbedingt überzeugt davon. Also ich kenne das damals noch von unserem ersten Spiel, das ich mitentwickelt habe mit dem Team. Da hätte es sicherlich Dinge gegeben, wo Leute gesagt hätten, naja, wir wollen dies, das, jenes gerne haben. Aber wo man selber weiß, macht vielleicht jetzt nicht so viel Sinn oder Spaß oder so. Und hier beim Bohren, das war ja auch wirklich ein Community-Wunsch, der sich sehr, 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 sehr oft gewünscht wurde. Ob sich die Leute das dann so vorgestellt haben wie hier, ne? Dass man dann jetzt einfach nur rumfährt und zwei, dreimal rumbohrt und dann weiterfährt, weiß ich nicht. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Vor allem wäre es cool, wenn hier die Anzeige mitlaufen würde. Ich bin etwas... Sind wir hier vielleicht noch nicht weit genug weg, aber die würden ja angezeigt hier. Muss ich da noch was anderes machen? Ne, Bohrer senken. Eigentlich nicht, ne? Eventuell gibt es hier keine Erkenntnisse. Oder habe ich da irgendwas falsch gemacht? Eigentlich nicht, ne? Hier ist der See. Okay, also bei diesen Feldern gibt es auch mal gar kein Gold. Guck mal. Gut, dass wir geguckt haben. Warte mal, was geht denn mit Moment? Was geht denn mit Gold an aus? Kann ich das schon in der Karte anzeigen? Aber nicht. Okay, wir fahren mal jetzt im Bereich rein, wo die Map uns sagt, dass wir da möglicherweise mehr finden. Wir gehen mal hier auf 372. Das ist so eine sympathische Zahl. War da schon was? Ich weiß es nicht. Aber hier müssen wir das ganze Feld bohren. Und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass man das jetzt nicht einfach nachgucken kann. Ne? Das war ja bei den anderen so. Vor dem Patch, da konnte man halt gucken, was haben andere da rausgeholt und war das ergiebig. Und also ich persönlich möchte jetzt meine Meinung dazu noch nicht sagen, aber... Ich glaube, ich habe ja schon so aufgeäußert. Das Einzige, was ich mir halt hier wirklich noch wünschen würde, ist, dass die Maschine weiter bohrt, wenn wir hier auf der Map gucken. Guck mal hier. Immer noch nichts. Okay, das könnte interessant werden. Wie würdet ihr das eigentlich machen? Würdet ihr jetzt so planmäßig vorgehen, wie ich das mache hier? Das Problem ist ja, man sieht ja nicht unbedingt, wo man schon war. Oder würdet ihr einfach jetzt mal ein bisschen drauf losfahren und hier nochmal bohren und da nochmal hinfahren? Also schön wäre ja, wenn jetzt hier zum Beispiel so in zwei Frankenstein-Reichweiten sozusagen, wenn da was wäre. Also wenn man zwei Frankensteine aneinander setzen kann und dadurch dann zum Förderband kommt und damit dann abbauen, das wäre relativ cool. Auch eine Niete. Hatten wir denn auf der anderen Karte auch so viele Nieten? Wo wirklich kaum was war? Also die haben ja gesagt, sie wollen das so machen, dass man wirklich gucken muss, wo ist die Goldkonzentration. Was ja auch Sinn macht. Auch nichts. Also nichts ist ja relativ, ne? Das ist 0,1, 0,2 oder so.
Aber natürlich, gegenüber von 2-0 oder was wir da hatten bei den bei der Beginner-Map, wo eigentlich wenig drauf sein sollte. Oder ist es so, vielleicht ist das ja auch so, es gab ja so ein Patch, wo das revamped wurde, sag ich mal. Ne? Also revamped heißt in dem Sinne, es wurde alles überarbeitet. Vielleicht wurden da ja auch die alten Map, wenn man die ja nochmal spielt, so überarbeitet, dass da noch weniger gewesen wäre. Kann das sein? Ist ja nix. Krass. Schon, also 09, ne? Also. Hm. Hab übrigens gesehen, wir könnten theoretisch auch in dem See bohren. Das erinnert mich an so ein paar Folgen, wo die dann immer versuchen, mit irgendwelchen komischen neuen Techniken und Methoden, die da als Product Placement in die Serie eingebaut sind, für Goldgräber. Nicht gekennzeichnet übrigens. Damit so Schlauchbooten und so versuchen, dann da irgendwas rauszuholen aus der Erde und dann säuft das Ding ab und so. Also laut Skript. Ne? Ist ja, wie gesagt, nicht echt die Serie, das muss man immer dazu sagen. Ist ja alles nach Drehbuch, aber ja. Jetzt haben wir dieses Ding für 2,5 gekauft. Ist am Ende hier oben, da ist dann am Ende das Gold. Wart's mal ab. Dann dörn ich aber ins Ruhe hier. Ist aber was los. Da könntest du mich aber mal hier, kann mich aber werden das mal verarschen hier. Ich glaube, da mache ich nur noch hier Beef-Videos. Nee, wie heißt das? Meinungs-YouTuber. ja. Da habe ich neulich auch so wieder so einen Verschwörungstheoretiker-Kanal. Das ist, glaube ich, so ein. Das soll jetzt nichts heißen, nicht falsch verstehen. Ein Italiener oder sowas ist das. Das klingt jetzt völlig daneben, ne? Also, ihr wisst, wie ich es meine. In seinem nicht ganz zu Ende durchdachten Deutsch, dann. Sich über Leute lustig macht, die nicht an diese Verschwörungstheorien glauben, von denen er 100% überzeugt ist. Oh, was für ein kaputter Mensch. Also wirklich ganz, 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 ganz großes Fremdschämenmaß. So. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal hier einmal quer durch. So dass wir so grob wissen, wo wir landen. Aha! Oh! Hui, 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 hui. Okay, ich nehme alles zurück, überhaupt das Gegenteil. Das Problem ist ja links. Wenn wir hier graben wollen, ne, müssen wir erstmal eine ganze Menge Oberschicht abtragen. Das ist ja das, was die Linken sowieso immer fordern, Oberschicht abtragen. Dass wir halt, ne, da rankommen. So. Ich muss ja sagen, ich finde diese Maschinen auch wirklich sehr, sehr cool und detailliert. Ich hatte ja erst so den Eindruck bei diesem Spiel, dass es wieder so ein Playway-Asset-Katalog-Zusammenklick-Spiel ist. Aber das ist es ja nicht, ne? Das ist ja schon irgendwie so. So. Noch mehr. Oh! Aber ich glaube, mit dem System, wie ich es gerade mache, ist es gar nicht mal so schlecht, ne? Dann kommen wir überall so lang und dann kann man sich so ungefähr ausmalen, wohin man da muss, um zu sehen und zu finden.
So. Okay, das war wieder nicht. Das heißt also, hier würde ich jetzt schon mal versuchen, ob wir darum irgendwas aufbauen können. Da sollten wir vielleicht jetzt noch mal kurz die anderen Felder rundherum angraben. So, das war 515, ne? Oder welches war das? 515, okay. Wie cool, ne? Stell dir das mal vor. Jetzt ist das wirklich euer Grundstück, euer Goldgrundstück. Und ihr macht dann so Probebohrungen und seht dann, oh, dicker Hammer. Ja, entweder ich werde YouTuber oder ich grabe nach Gold. Das ist ja so die Vorstellung, die so einige Leute haben. So, also hier müssten wir dann aber ordentlich abtragen erst, wo kein Gold drin ist halt, ne? Dann machen wir auch so einen Golddigger-Prank. Oh Mann, ey. Na gut, da könnte man theoretisch hingehen und mit dem Bulldozer, den haben wir ja noch, das alles platt planieren. Dann hätte der auch mal einen Sinn, weißt du, dass wir das hier alles so ein bisschen platt planieren, da hinten Richtung der Anlage, dann haben wir auch einen schönen geraden Weg zum Hin- und Herfahren eigentlich. Eigentlich eine gute Idee, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, denn das hier wird das Staffelende dieser Staffel sein. Da hole ich euch jetzt ein bisschen zügiger wieder ab mit den Folgen, weil ja auch noch Updates kommen von dem Spiel und ihr dann auch entscheiden könnt, wie wir das dann weitermachen. Es kann natürlich sein, dass zwischenzeitlich das Update erschienen ist, was bedeuten würde, dass wir ohnehin wahrscheinlich nochmal umplanen müssen, wenn da neue Geräte reinkommen oder irgendwie neue Anschlussbauteile oder irgendwas. Wie wir das dann machen. Meine Theorie ist ja, dass wir jetzt durch dieses Rundrumgraben hier vielleicht noch was Besseres finden. Wie hier zum Beispiel. Guck mal. Da liegt es direkt schon. Boah. Ich freue mich. Das ist nämlich, jetzt könnten wir wirklich gucken, ob das was bringt, ne? Ob diese ganzen Sachen was bringen, diese ganze Vorarbeit. Wir können uns ja hinsetzen. Ist ja so ein bisschen das Kettle- und Crops-Prinzip. Man kann sich hinsetzen, am Träger losfahren oder man kann sich genau überlegen demnächst, ja, in welcher Reihenfolge mache ich dies, das, jenes und wie groß ist eigentlich mein, wie groß ist dann eigentlich mein Ertrag, wollte ich sagen. Nicht, was ihr jetzt gedacht habt. Weiß ja nicht, was ihr da immer für komische Fantasien habt. So. Also dafür Staffelende ist für diese Folge noch ein bisschen extra lang. Und da unten war wahrscheinlich jetzt wieder weniger, ne? Ja, also wenn dann hier... Ich bin gespannt. Mein lieber Freund und Kupferstecher. Aber das, wie gesagt, das wäre noch so eine Änderung, die ich mir wünschen würde, dass sie einfach hingehen und sagen, wenn man hier rumbohrt, so, müssen wir jetzt bohren. Ach, wir haben noch mehr geworden. Fangen wir nochmal eins weiter. Dass man da während man bohrt auf der Karte so ein bisschen gucken kann, die Maschine im Hintergrund weiter bohrt. Das wäre echt cool. Das sind halt so Kleinigkeiten, ne? Erinnert euch vielleicht noch am LS15, habe ich das sehr häufig, habe ich da hin und her überlegt mit euch. Sollte es während des läuft weiterlaufen? Hä? Sollte die Welt weiterlaufen, während man im Menü ist und so? Tja. Aber nicht verraten jetzt in den Kommentaren, ob es da noch deutlich bessere Flächen gibt oder so. Das will ich schon selber rausfinden. Das ist im... Oh, hier 8, 9 noch besser. Das könnten wir hier 4,65 mal probieren. Auf jeden Fall, hier wäre auf jeden Fall eine schöne Fläche auf jeden Fall, um hier mal zu gucken. Ich würde sagen, ich bohre dann mal zwischen den Folgen weiter, damit wir in der nächsten Folge weiter aufbauen können. Ist auch ein bisschen schade, ne? Dass man nicht schon hier jetzt irgendwie Leute am Start haben könnte. Also da wäre Multiplayer schon irgendwie cool. Die einen können jetzt hier anfangen schon abzubauen, der nächste bohrt noch ein bisschen rum und guckt, aber ich glaube, das kann die Engine einfach nicht.
Und der Bohrer muss auch erst ganz raus sein, oder wie? 4,65. Der ist ja ein bisschen schlechter geworden. Also vielleicht wird es dann nach hier oben hin nochmal besser. Dann nehmen wir nochmal 4. Komm, den machen wir noch. 440. Und dann wissen wir so ungefähr, wo es hingeht. Ob es dann hier noch mehr wird oder weniger. Na, vielleicht auch dann da hinten, 439. Irgendwie schon cool, ne? So ein bisschen Pack-Opening, habe ich ja gesagt. Und ich kann auch verstehen, dass das so einen gewissen Reiz macht. Aber ich finde es dann halt schade, wenn YouTube zu so einer Fake-Plattform verkommt, ne? Und diese ganzen Fake-Videos dann auch noch Erfolg haben und in den Trends sind unser eins. Ich war noch nie in den Trends. Wenn wir das mal gemeinsam schaffen wollen für eine Folge, dann müssten wir gemeinsam... Also so Sachen wie Daumen und weiterempfehlen und so, das ist halt unheimlich wichtig für so Kommentare schreiben. Wo viele von euch denken, na, das ist doch alles irrelevant und so. Nein, das ist nicht. Ne? Dann every little bit helps. Ich habe ein bisschen weit außen gegraben hier. Nee, da wird schon schlechter, ne? Siehst du? Kann man ja sogar die einzelnen Bohrungen angucken und dann sehen wir halt, wie sich das verteilt. Und dann haben wir hier, also das eine ist hier auf die Fläche bezogen, das sieht man so ungefähr. Und bei den Bohrungen sieht man es relativ genau und da sehen wir, hier müssen wir relativ tief gehen, bringt aber nicht so viel. Und hier auch eigentlich ab 7 Meter Tiefe, ne? Und hier ab 9 Meter Tiefe, 8 Meter. Also wir müssen da ziemlich tief rein. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeck. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.